So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld und unserer Baumschmuser-Kolonie. So, heute wollen wir hier den, die Todeszone mal noch voranbringen und, diese Tür muss weg. Weil die bringt irgendwie nichts. Die gehen ja da nicht durch und so, ne? Deswegen, das bringt mir nichts. Die reißen wir ab und dadurch bauen wir hier, dafür bauen wir hier ein Dach. Vielleicht zählt das dann trotzdem noch als Innenraum. So, wir machen mal so. Mal gucken. Das war Phils Idee. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht oder wie oder was. Müssen wir erstmal gucken. So, das hier ist auf jeden Fall schon mal fertig und hier ist jetzt überall Holz. Sehr schön und wir haben ja jetzt auch ganz viel Holz. Naja, hier ein bisschen noch zumindest. Unsere Enten, die vermehren sich hier brutal. Und jetzt haben wir doch hier eigentlich ein bisschen gut viel Sachen. Ne? Läuft doch hier alles voll mit Essen. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Essen. Ihr könnt so viel essen, wie ihr essen wollt. Vielleicht tun wir den Bananakram, oder wie der heißt. Doch. Bekehren. Ist halt mental abgestumpft und faul. Stubenhocker. Aber verweigert Soziales, aber macht ja nichts. Dafür kann er gut Konstruktionen machen und auch mit Pflanzen umgehen. Ja, mal gucken. Banrakram. Banrakram. Kam. So, da wird sauber gemacht. Das ist super. Das Ding bauen wir immer noch nicht, weil wir noch nicht genug Holz haben. Ich will erst ein paar Fallen bauen. Wir brauchen also mehr Holz. So, oh, die Hochzeit. Hochzeit von Fishy und Ash. Alright, alright. Schön. Wo haben wir denn hier den Hochzeitsdings hier, ne? Ja. Das wird eine tolle Hochzeit. Und mir ist noch eingefallen, genau, was heißt eingefallen? Nein, eigentlich jetzt auch wieder Phil gesagt. Der vulkanische Winter, der bedeutet nicht unbedingt, dass es arschkalt wird, weil bei uns ist ja eigentlich sowieso nie so arschkalt, aber die Sonneneinstrahlung ist halt weniger und deswegen wachsen, glaube ich, auch die Sachen hier langsamer. Ne, da ist sie hier, jetzt ist sowieso gerade Abend, aber ansonsten, glaube ich, ist das auch nicht bei 100% die das Wachstum. Und was haben wir hier? Eine Quest. Die nahegelegene Siedlung Sidon hat ein spezielles Handelsangebot. Sie würden gerne Folgendes erwerben. 29 Autoritätsmützen in normaler Qualität oder höher. Aha. Wenn du diesen Handel eingehen möchtest, musst du ihnen eine Karawane mit den erforderlichen Waren schicken. Autoritätsmützen. 29 Stück. Nee, so viel, Ah doch, wir hätten auf jeden Fall Stoff da, aber nee, das will ich nicht. Nee, ich will, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Apropos, aber trotzdem könnten wir eigentlich auch hier mal einen elektrischen Nähtisch machen. Ne? Gibt's hier denn noch was zu tun? Eigentlich nicht, dann können wir das doch abreißen. Und dann machen wir da einen elektrischen Nähtisch. So, hier haben die das schon gemacht, oder? Jetzt wird das, ist das aber trotzdem unter kein Dach, ja. Die sind jetzt sauer, oder? In der Kälte geschlafen. Ach, das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich glaube, wir müssen machen das jetzt anders. Wir graben den aus und machen hier alles zu. Dann ist das hier halt ein großes Gefängnis. Oder... Warte mal, wenn ich jetzt hier noch mehr Dach baue, zum Beispiel hier um den Baum herum, vielleicht ist das dann auch, zählt das als innen? Ich glaub's nicht. Weil da so ein kleines Stückchen frei ist, zählt das, glaube ich, nicht als innen. We will see. Soll mal eben jemand machen. Fischi ist schon schön am hier, Glauben verbekehren. Das ist gut. So, jemand anders hat hier nochmal den Glaube runtergemacht. Auch okay. So,
Löwin macht mal das Ding weg. Genau das wollte ich. So, also einen elektrischen Nähtisch. Kann man den auch aus Stein machen? Nein. Da machen wir ihn halt aus Stahl. So. Düm-düm-düm-düm. Und das hier wollte ich aber aus Holz machen, ne? 75 Holz brauchen wir dazu. Oh, eine neue Kapsel. Die tun wir natürlich ernten. Wer hat denn jetzt alles schon einen Baum? Kurz mal gucken. Also hier, du willst ja noch gar keinen. Du auch nicht. Megumi. Kein Baum. So, er hat keine Bäume gesehen. Aber ist auf jeden Fall verbunden, genauso wie er. Hier, die Löwin. Löwin will einen Baum. Die anderen können ja nicht. Also müssen wir hier noch einen Löwinnenbaum bauen. Pflanzen. Nicht bauen. Wenn das da mal jemand macht. Was ist jetzt passiert? Krankheit, Seuche? Wie ist denn das jetzt passiert? Komisch. Gut, dann werden wir ihr jetzt auf jeden Fall mal die normale Medizin mindestens geben. Ist das jetzt plötzlich aufgetaucht und dann fällt die plötzlich um? Melissa soll mal hier ran, ne? Melissa behandelt Melissa. Oh nein, wie viele Leute haben jetzt denn hier eine Seuche? Ganz viele. Verflucht. Verflucht, verflucht. Ja, gut. Wir haben aber nicht so viel normale Medizin. Okay. Melissa soll sich erstmal schnell selbst behandeln. Und dann. Gut, Cat liegt schon. Und dann bitte. Löwin macht das. Na gut. Megumi. Macht das bitte auch mal noch eben. Gefällt mir ja gar nicht. Aber solange die Behandlungsqualität gut war, müssen wir nachher mal gucken, ob wir da die bessere Medizin da reinhauen. Ach, ist das ärgerlich. Gut, auf jeden Fall können wir den pflanzen. Oh, doch gerade hier. Ist doch nett. Dann kann die Löwin dann da sich verbinden mit. Nicht wahr? Objekt hergestellt, Holz. Ah ja, 32 Holz. Reicht doch schon wieder für eine Falle. Glaube ich. Och, wie viele, wie wer denn noch? Jetzt haben sie alle Seuche. Verflucht, ich hätte das Penicillin geben sollen, ne? Irgendjemandem, zum Beispiel Melissa. Sind sie alle hier durchgeseucht? Außer Fischi. Der hat noch keine und Ash auch nicht. Fischi und Ash können halt beide nicht wirklich ja hier behandeln, ne? Aber die anderen mit der Seuche, die laufen ja noch rum. Das heißt, Melissa ist ja schon mal dabei, hier sich um Löwin zu kümmern. Das ist doch schon mal was. Und dann bitte noch Frank. Mal eben behandeln und da. Melissa ist halt einfach die beste Ärztin. Die muss das einfach schnell mal machen. Okay, die ist schon behandelt. Müssen wir mal gucken. Das wird schwierig jetzt, das hier hinzukriegen. Ach,
was, die vulkanische Asse hat sich mal gelegt. Jetzt ist zu spät, das zu nehmen, ne? Wie war das? Ja, okay. Eben, die hätte ich vorher einnehmen sollen. Ah. So, Cat braucht Behandlung. Kannst du dich nicht selbst behandeln? Nee, kannst du nicht. Komm, behandel dich mal schnell. Lass dich mal schnell behandeln. Von irgendjemandem. So, wie sieht's denn da aus? Ja, die Immunität ist knapp über dem anderen. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir die immer behandelt kriegen. Eieieiei, Frank ist dabei. Die Quali ist ja immer recht gut. Also das ist okay, wenn die immer so behandelt. Oh, aber ihr ist schon knapp. Bei ihr ist schon knapp, dass die Seuche da sie nicht hinrafft. Wir haben halt auch nur 4 von der Glitzerweltmedizin. Das wird fast nicht reichen, glaube ich. Wie sieht's denn bei Frank aus? Auch nicht gut. Eieieiei, die müssen sich ausruhen. Du ruhst dich aus, bis ich dir was anderes sage. Megumi, du auch. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir das so hinkriegen. So, trotzdem kann man hier auch ein bisschen was sonst so herstellen. Wie wäre es denn mal mit einem Staubmantel? Hatte ich schon, ne? Ne, wir machen noch mal Hosen, oder? Ah, ne, Hosen haben wir noch. T-Shirts haben wir nicht so gute. Und ein Parker. Ah. Okay, wir machen noch ein paar T-Shirts. Oh, 5. So, und jetzt müssen wir hier echt gucken, dass wir das irgendwie hier rumkriegen. So, da haben wir schon die nächste. Die kann sich selbst behandeln. Nee, so. Ah, Selbstbehandlung ist deaktiviert bei ihr. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Du darfst dich natürlich selbst behandeln. Oh nein. Dann machst du das jetzt bitte erstmal. Ja, bei dir sieht es ganz gut aus. Ja, die Quali war jetzt richtig schlecht. Und da geht es gar nicht gut. Auch knapp. So, ja, da. Du kannst dich jetzt nicht selbst behandeln, ne? Och, ist das ätzend. Wo ist denn dein Bett? Hier, komm, du bist jetzt mal eben auch ein medizinisches Bett. Da. Ausruhen. Löwin kümmert sich jetzt mal hier um alle. Eigentlich würde ich es gerne Melissa machen lassen, aber der ist halt mega knapp. Oh, die kriegt jetzt... Dada kriegt jetzt die fette, geile Medizin. 87%, ja. Wieso kriegt der jetzt diese geile Medizin? Kapiere ich nicht. Also bei dem müsste es ja richtig gut laufen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir das Melissa auch geben. Kann jetzt behandelt werden. Melissa. Ah, hier. Deswegen. Kräutermedizin. Und bestmögliche Medizin, bitte. B.
bitte erstmal sie behandeln. Prozent. Sie hat aber auch schon die Seuche schwer. Da ist es jetzt echt dringend nötig, dass das besser wird. Mikumi ist auch schon wieder auf den Beinen. Alles sehr eng hier. Mikumi, du behandelst dich selbst, oder? Ach, auch nicht. Aber behandle dich erstmal bitte kurz selber. Ach je, oh je, oh je. Das ist natürlich echt ärgerlich, wenn dann plötzlich so eine Seuche kommt und alle dahin rafft. Was? T-Shirt hergestellt? Habe ich 5 T-Shirts hergestellt? Wer hat das gemacht? Wahnsinn. Da was nicht mitbekommen. Dann mach doch mal so einen Staubmantel hier. 5. Na, da sind ganz andere Sorgen jetzt hier gerade eh. 44%. Wenn nicht gerade viel. Wer hungert denn? Cat. Ja, die hat schon lange nichts mehr gekriegt, ne? Ah, um L steht's gar nicht gut. Weiß nicht, ob wir die nochmal retten können. Cat ist jetzt verwirrt. Aha. Aber bei Cat sieht es ganz gut aus. Aber Al, der ist auch schon umgefallen. Ne? Der ist hier schon, der ist richtig umgefallen, hat da richtig Probleme gekriegt mit der Seuche. Sofort, bei dem ist es ausgebrochen. Wie auch immer. Das wird auch sehr eng bei Frank. Melissa ist überm Berg. Löwin braucht noch mal die gute Medizin, würde ich sagen. Und Dada? Wo ist denn Dada schon wieder? Was ist denn mit dem? Der sieht, der kommt eigentlich auch so gut rum, würde ich sagen. Wenn der jetzt sich behandeln lässt. Nee, lässt er nicht. Ruh dich aus, Junge. Ja, Cat. Cat, Cat, Cat. Ja, die ist gleich immun. Die ist gleich immun. Und dann, bing, geht es hier doch schon wieder bestens, fast bestens. So, aber hier mit L, weiß ich nicht, ob wir das nochmal gebacken kriegen. Was ist mit Löwin? Wieso rennst du hier rum? Weiß nicht, ob wir die überhaupt noch behandeln können. So, Megumi. Die Gumi sieht auch so aus, als ob die gleich stirbt. Versuch sie mal zu retten. Eieieiei. Da rafft mich eine Seuche hin. Ist es denn zu glauben? Ich kann jetzt auch nicht mehr die behandeln, glaube ich, ne? Nächste Behandlung in einer Stunde, ja doch, aber ich glaube nicht, dass das noch was bringt. So, Melissa behandelt sich selbst. Ja, dann mach das mit der Medizin, dass du auf jeden Fall das schaffst. Aber die anderen, ja. Die anderen sollten es nicht schaffen. Tja, Al hat's nicht geschafft, die Seuche zu überleben. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. War halt auch nicht unser Glaube, ne? Den er hatte, aber eigentlich war er gut in Medizin, war er eigentlich. Der L und Megumi wäre
Ein großer Verlust. Ein richtig großer Verlust. Aber sie, die wird jetzt auch sterben. Frank. Frank wird es schaffen. Knapp. Aber. Und Dada. Ja, wenn der sich nicht behandeln lässt, dann auch nicht. Sobald ein Mitglied der Ideologie Credo des Spiritismus stirbt, werden sich andere Mitglieder um seinen Grab versammeln, um die Beerdigung durchzuführen. Aktuell gibt es 4 Anhänger. Die Beerdigung soll so bald wie möglich durchgeführt werden. Um das Ritual zu begehen, musst du ein Fokusobjekt auswählen und auf Starte spirituistische Trauerrede klicken. Folgende Fokusobjekte können verwendet werden. Ein Grab mit der Leiche. Mhm. Ja. So, das heißt, wir brauchen jetzt aber noch jemanden, der wieder der Kräutermeister ist. Ach, ist das ärgerlich. Dada lässt sich jetzt nicht behandeln. Was ist mit Löwin? Oh, was machst du? Nee. Melissa. Du bist über dem Berg, ne? So gut wie. So, bitte retten. Können wir Löwin nochmal behandeln? Nee, können wir nicht. Sie wird auch sterben. Och, ist das ätzend. Ist das ätzend. Löwen wird sterben. Cat hat's überstanden. Frank wird's überstehen. Wenn auch mega knapp. Ja, mega knapp. Löwen ist tot, Megumi ist tot, Al ist tot. Und Dada wird eng, weil er sich nicht behandeln lässt. Ist das ätzend. Jetzt haben wir zwar das hier, aber ich habe dann gar nicht mehr 3 Spirituisten, oder? Wir gucken jetzt erstmal, dass er wieder einigermaßen auf die Füße kommt. Geht jetzt erst wieder langsam runter hier. Aber das schafft er schon. Das war jetzt wirklich nicht nötig. Ja? Also, dass jetzt so eine Seuche hier kommt und alles dahin rafft. Typisch RimWorld, muss ich sagen. Aber echt unnötig. Echt unnötig. Was denn? Ja, jetzt ist er, ja. Jetzt schafft das wieder nicht. Melissa, versuch ihn zu retten, aber ich leg ihn mal auf die andere Leiche. Guter Plan. Ich denke fast, dass Dada jetzt auch noch stirbt. So, Frank kann wieder laufen. Das wird nicht reichen. Auch Dada ist tot. Supi. Da waren es nur noch 5. Tja. Da waren es nur noch 5. Und davon 1, 2. Gut, Ash kann den Part übernehmen. Mit der Rolle als. Nee. Wieso nicht? Ach, da braucht er Pflanzen. Pflanzen 6. Da muss er noch ein bisschen üben. Okay, das heißt, wir haben keinen Kräutermeister im Moment. Das ist natürlich ätzend. Ist denn hier jetzt schon jemand begraben worden und ich habe es nicht mitbekommen? Hier. Wie mache ich das jetzt? Trauerrede, oder ist die schon gelaufen? Ach
nee, L war ja gar kein Spirituist, ne? Das heißt, wir müssen jetzt mal hier begraben. Esst ihr erstmal kurz, ist okay. Und Ash, dann würde ich dich bitten, ihr begraben. Hier begraben, Melissa. Megumi begraben. Das war jetzt mal wieder so eine typische RimWorld-Folge, wo mir das Spiel mal wieder zeigt. So, es lief zu gut, das kann nicht sein. So, also. Dada war ja nicht dabei. Hier, für Löwin wollen wir das machen. Starten wir sofort. Oh, die spirituistische Trauerrede hat angefangen. Ash ist auch mit dabei. Und wo bleibt Fischi? Da ist er schon. So, da wird gesprochen und erzählt. Gutes Ritual. Gutes Ritual. Plus 5 Stimmung. Das war in Ordnung. Und jetzt brauchen wir das Ganze noch hierfür, bitte. Wo ihr doch alle gleich da seid. Und dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Naja, das war dann eher ein lustloses Minus 1 Stimmung. Ja, okay. Immerhin haben wir dann im gesamten Plus 4 Stimmung. Ist ja okay. So, jetzt müssen wir nochmal schauen hier, ob jetzt irgendwas fehlt. Weil wenn jetzt so viele gestorben sind, dann ist jetzt nur noch die beiden, die man überreden muss. Und wir haben jetzt aber nicht irgendwas nicht. Ne? Das war jetzt Ash ist die Einzige, die sich um Tiere kümmert. Jagen muss ja keiner. Feldarbeit ist nur Frank. Das ist übel. Das ist so übel. Ja, wir brauchen jetzt Leute. Dringlich, dringlichst. Gut, dass wir hier noch einen in petto haben. Gehen wir aber erstmal. Was ist los? Fischi, Lebensmittelvergiftung. Den Guten müssen wir aber erstmal hier. Es ist immer noch kein Dach. Schreckliche Baracke, unansehnliche Umgebung. Nee, kommt, dann graben wir das hier aus und machen hier zu. Dann kriegt er noch hier irgendwie was. Was auch immer, dann kommt das hier weg. Dann ist das halt einfach ein großes Gefängnis. So. Schamanenhändler. Schön. Schamanenhändler. Wo geht ihr jetzt hin? Naja, ich muss erstmal niesen. Ja, das Leben muss ja weitergehen, ne? Es muss ja weitergehen. Die Kolonie muss ja irgendwie weitergehen. Das ist sehr, sehr traurig, was hier passiert ist. Du schneidest Steinbock. Du kannst ja erstmal hier handeln, kurz mit dem Schamanenhändler. Wir schauen mal, ob wir da irgendwas verhökern können von unseren Klamöttchen hier oder was alles wir noch da rumfahren haben. Ja, niedrige Gesundheit und so macht ja nichts. Psychoschocklanze, nee, Psychite. So, Penicillin, ja, das geben wir jetzt mal der Megumi. Die ist die beste Medizinerin. Das machen wir gleich. Bauteile wollen wir nicht verkaufen. Neutramin, Alpakas, eine Kuh. Könnte eine Kuh kaufen. Also auf jeden Fall können wir hier Enten verkaufen. Und zwar massig. Alle Entenküken. Und alle hier die alten Enten. So, dann haben wir noch
einen Enterich und zwei Enten. Das ist doch gut. Und eine Kuh? Eine Kuh gibt immerhin Milch, aber wenn, dann hätte ich gerne noch einen Stier. Lass mal so. Enten verkaufen ist super. So, und jetzt wollte ich das noch kurz einrichten hier. Drogenrichtlinie. Richtlinie erstellen. Was? Penicillin. 1. Na Quatsch. Alle 5 Tage. Achso, bei allen Stimmungen und allen. Achso, 0 brauchst du nicht. So, diese Drogenrichtlinie habe ich nicht gespeichert. Gut, gell? So, alle 5 Tage. Drogenrichtlinie. Achso, Drogenrichtlinie 6, Drogenrichtlinie 5. Passt schon. Melissa, Drogenrichtlinie 5. Ne? Richtig. Gut. So, damit sowas nicht so schnell nochmal passiert. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder Leute kriegen, ne? Das wird jetzt unsere wirklich Prio sein, erstmal. Und ich sag, macht's gut, Leute. Bis dann.